Der E-Logs Verpackungstipp. Paket richtig verpacken. Sie benötigen folgendes Verpackungsmaterial: einen stabilen, quaderförmigen Karton, Luftpolsterfolie, Polstermaterial wie Verpackungschips, Packband und Messer sowie den Versandschein. Umwickeln Sie den Gegenstand mehrfach mit Luftpolsterfolie und fixieren Sie diese mit Packband. Füllen Sie den Boden des Kartons zu etwa 10 cm mit Polstermaterial. Stellen Sie den in Luftpolsterfolie verpackten Gegenstand in den Karton. Füllen Sie den Karton mit Polstermaterial auf, sodass jede Seite gleichmäßig gepolstert ist. Achten Sie darauf, dass der Gegenstand 5 bis 10 cm hoch bedeckt ist, sodass er sich im Paket nicht mehr hin und her bewegen kann. Verkleben Sie das Paket längs und quer mit Packband und bringen Sie den Versandschein gut sichtbar an. Bitte beachten Sie, dass geknülltes Zeitungspapier keinen ausreichenden Schutz für Ihren Gegenstand bietet. Benutzen Sie daher zum Polstern Verpackungschips oder Luftkissen oder maschinell erstelltes Knüllpapier. Kreppband, Bindfaden oder transparente Klebestreifen sind zum Verschließen des Pakets nicht geeignet. Benutzen Sie spezielles Packband. Verpackungsmaterial erhalten Sie im E-Logs Packshop auf www.elogs.de/packshop. Weitere Informationen zum günstigen Paketversand finden Sie auf www.elogs.de/paketversand.